Warum haben wir beim technischen Tauchen gerne einen Liftbag dabei? Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Wir wurden vor kurzem gefragt, warum wir im technischen Tauchen eigentlich einen Liftbag dabei haben und nicht nur einen klassischen Ellert-Marker, so wie den viele von euch kennen, eine Signalboje, die man gerne dabei hat, auch gerade bei Bootstauchgängen, die man nach oben schießen kann und sich auf sich aufmerksam machen kann, dass man weiß, wo der Taucher im Wasser ist. Macht hier Sinn, die Boje soll relativ lang sein, dass sie weit übers Wasser hinausragt und man eben sichtbar ist. Aber für unsere klassischen Süßwassertauchgänge brauchen wir eigentlich keinen Ellert-Marker. Wir brauchen einen Liftbag, wir brauchen etwas, das man dabei hat, was aber nicht unbedingt an der Wasseroberfläche stark auffallen muss. Natürlich ist dieser auch orange oder es gibt ihn auch in anderen Farben, aber er ist natürlich auch irgendwo sichtbar. Aber er soll kein echtes Signalmittel sein, kein Alarmmittel, hier ist irgendwas passiert, hier schwimmt irgendetwas, wo vielleicht sofort Aufmerksamkeit erregt. Der Liftbag wird nach oben geschossen, in der Regel ist er nicht ganz voll. Und somit taucht er vielleicht nur so ein Stück aus dem Wasser heraus, also nicht ganz zur Hälfte. Kommt natürlich darauf an, wie viel Gas ihr in den Liftbag bekommen habt und aus welcher Tiefe ihr ihn abgeschossen habt. Aber wozu nehmen wir ihn mit? Also erst einmal, er ist ein unheimlich praktisches Mittel. Man kann sehr viel mit ihm tun. Als erstes ist es ein redundantes Auftriebssystem. Wir haben unser Wingsystem dabei, wir haben unseren Trockentauchanzug dabei. Der Trockentauchanzug kommt irgendwann an seine Grenzen, um etwas zu heben. Das hängt ganz darauf ab, wie viel Ausrüstung ihr dabei habt. Irgendwann würden beim Trocki die Manschetten aufmachen, wenn ihr zu viel Druck in eurem Anzug habt. Und insofern könnt ihr unter Umständen nicht euer komplettes System nach oben tragen, wie es das Wing könnte, dass man ja voll aufblasen kann, ohne dass dort Gas verloren geht. Zugegeben, eine grenzwertige Situation, das ist wahrscheinlich je nach Trim, je nachdem wie viele Sachen man dabei hat, nicht unbedingt notwendig. In der Regel reicht der Trocki als redundantes System aus, aber es kann eben passieren, dass es nicht so ist. Und dann haben wir hier den Liftbag als redundantes Auftriebssystem. Man muss natürlich im See irgendwo eine Abstützung finden. Wenn ihr einen kompletten Systemausfall habt und ihr seid im Freiwasser, wird es natürlich schwierig, weil es nach unten geht. Ihr könnt nicht so schnell dieses redundante System verwenden. Aber es kann ja durchaus sein, beim Wracktauchen oder in sonstigen Freiwassertauchgängen, dass ihr schon irgendwo relativ grundnah seid. Und euch dann eben Gedanken machen könnt, wenn ihr ein Problem habt, genügend Auftrieb zu produzieren, nach oben zu kommen. Und da ist natürlich hier der Liftbag eine gute Geschichte, um ein redundantes Auftriebssystem zu haben. Jetzt aber vielleicht nicht ganz in so einer extremen Situation gedacht. Er ist ein unheimlich praktisches Mittel, wenn ihr Deko-Stops macht, wenn ihr Deep-Stop macht. Einfach nach oben schießen diese Boje. In der Regel beim ersten Deko-Stop schießt man die Boje nach oben. Wird bei den vielen Tauchgängen 21 Meter sein mit einem 50er Nitrox, also tiefer natürlich auch möglich, aber bei vielen Tauchgängen reicht es doch aus, ab 21 Metern zu dekomprimieren. Ihr schießt ihn nach oben, fixiert die Spool und dann habt ihr eine optische Referenz im Wasser, wenn ihr im Freiwasser unterwegs seid, um hier euren Deko-Stop zu machen. Gerade beim 21 Meter oder bei jedem Gaswechsel, wenn ihr dort eine gewisse Gewöhnungszeit an das neue Gas mit einplanen wollt und vielleicht 3 oder 5 Minuten auf dieser Tiefe bleibt, dann ist es schon sehr schön, nicht immer auf seinen Tiefenmesser schauen zu müssen, ob ihr gerade eure Tiefe richtig einhaltet. Ihr schießt die Boje nach oben, habt die fixierte Spool vor euch, könnt euch entweder daran orientieren oder könnt euch auch ein bisschen festhalten an dieser Spool und somit bequem euren Stopp einhalten. Das Ganze geht natürlich dann alle 3 Meter genauso, insbesondere dann, wenn die Stopps wieder länger werden und hier dann auf Tiefe eben diese Zeit aushalten müsst, ist es sehr bequem, hier eine optische Referenz zu haben. Und dann kann natürlich noch der Liftbag oder Hebesack, wie er ja im Deutschen heißt, auch dazu verwendet werden, um etwas hochzuholen. Ihr habt etwas unten gefunden oder vielleicht auch bewusst gesucht und dann gefunden und ihr möchtet dieses Ding nach oben bringen, dann habt ihr hier mit dem Hebesack doch einen ganz schönen Auftrieb mit 80 lbs.
Also da kann man schon kleinere Sachen heben. Natürlich ist er nicht dafür gedacht, um irgendwelche riesen Bergeaktionen zu machen. Aber wenn man kleinere Dinge findet, die man gerne mitnehmen möchte, kann man die auch an seinen Liftbag dranhängen. Das Ganze relativ kurz machen. Ihr habt euren Liftbag, also ihr behaltet ihn unter Wasser, schießt ihn nicht nach oben, füllt etwas rein, sodass im Prinzip das gefundene Objekt unterhalb mit der Spool oder mit der Leine gesichert vom Liftbag hängt, geht einfach nach oben und durch das Ablassventil, das ja auch diese geschlossenen Hebesäcke haben, könnt ihr dann immer etwas Gas ablassen, je nachdem, also ihr tariert im Prinzip dann diesen Fund oder dieses Ding, das ihr nach oben bringen wollt, mit dem Liftbag und so könnt ihr ihn bequem mit nach oben nehmen. Also wir haben drei Funktionen für diesen Liftbag. Wie schon gesagt, redundantes Auftriebssystem, super Komfort für den Deko-Stop und eben auch die klassische Liftbag-Funktion. Das ist der Grund, warum wir den gerne dabei haben. Und das Ganze wird hier hinten im Storage-Pack verstaut. Da gibt es eine spezielle Falttechnik. Ich glaube, dazu gibt es schon ein Video. Wenn nicht, können wir das natürlich gerne noch nachholen. Und dann kommt es hier hinten einfach in das Storage-Pack rein. Ihr habt hier wunderbar das Ding dabei, es stört nicht weiter, aber wenn es gebraucht wird oder wenn es den Komfort erhöht, dann habt ihr es relativ leicht rauszuziehen und könnt den Liftbag verwenden. Natürlich gibt es den Liftbag von Heltzian auch bei uns im Online-Shop. Einen Link dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Schreibt uns in die Kommentare, was euch interessiert, wo wir vielleicht noch ein Video dazu machen sollten. Ansonsten freuen wir uns über jeden neuen Abonnenten, den wir sofort informieren können, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Klickt einfach unten den Abo-Knopf und schon ist die Sache erledigt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.